Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, kurz zur Antwort an Frau Bentele. Ich kann Ihnen sagen, dass in Marzahn-Hellersdorf sofort nach Bekanntwerden bei den Eltern 49 Eltern sofort ihre Kinder mit der Begründung, dass es ihnen zu teuer ist, die abgemeldet haben. Weitere haben abgemeldet ohne Begründung. Wie das sich inzwischen in anderen Bezirken entwickelt hat, bin ich gerade dabei rauszukriegen. Es ist relativ schwierig. Und ich möchte jetzt mal ein Zitat an den Anfang meiner weiteren Ausführungen stellen, nämlich Folgendes. Die Beitragsfreiheit für Mittagessen an Schulen und Kindertagesstätten soll für alle Kinder schnellstmöglich eingeführt werden. Das wurde auf dem Landesparteitag der SPD vom 21. Juni 2008 beschlossen. Und ich rufe die SPD-Fraktion auf, dafür endlich wieder etwas zu tun. Gemeinsam haben wir unter Rot-Rot eine Subventionierung für das Schulessen für alle Hortkinder beschlossen und durchgesetzt, sodass alle ein warmes Mittagessen für 23 Euro im Monat erhalten konnten. Im Zuge der Qualitätsverbesserung des Essens hat die Koalition in diesem Jahr gegen unseren Widerstand diesen Preis auf 37 Euro wieder hochgesetzt. Die Folge ist, dass die Schülerinnen und Schüler sofort vom Essen abgemeldet wurden, wie ich das eben schon gesagt habe. Und wie das zum nächsten Schuljahr wird, bleibt mal abzuwarten. Geringverdienende Eltern, Herr Deus hat das schon erläutert, können sich vor allem bei mehreren Kindern das nicht mehr leisten. Der viel genannte Härtefallfonds greift hier eben auch nicht. Dazu sagt nämlich das Gesetz, dass er nur vorübergehend in Anspruch genommen werden kann. Und wie viele Mittel hier bereits ausgereicht wurden, wissen wir auch nicht. Auch über die Inanspruchnahme von Zuschüssen aus dem BUT-Paket haben wir noch keine neuen Informationen. Und Herr Özişik, dass Schülerinnen und Schüler selbstständig entscheiden sollten, was sie denn essen und lernen sollten, selbstständig mit Geld umzugehen, setzt doch wohl aber erst mal voraus, dass sie überhaupt Geld haben. Vielleicht beschäftigen Sie sich mal mit dem Klientel. Es ist außerdem nicht vertretbar, dass die Hälfte aller Grundschulkinder, weil sie eben nicht ganztags in die Schule gehen und eben zum Teil auch nicht gehen dürfen, weil die Eltern arbeitslos sind, kein subventioniertes Essen erhalten. Und das gilt eben ganz genauso für Grundschulkinder am Gymnasium, wenn es denn grundständig ist. Und wieso erhalten eigentlich Studierende ein subventioniertes Essen und Oberschülerinnen und Oberschüler nicht? Diese Gerechtigkeitslücke ist doch nicht erklärbar. Ein gesundes Mittagessen, das kostenfrei oder zumindest subventioniert ist, sollte eine Förderung des Kindeswohls darstellen und entspricht ja wohl laut Grundgesetz Artikel 72 der öffentlichen Fürsorge. Das würde auch jede demütigende Bittstellerposition beseitigen. Ein gesundes Mittagessen, das haben wir hier schon sehr oft gesagt, gehört für uns Linke zum Bildungsangebot. Deshalb wird die Linke ihre Zielstellung, dass alle Schülerinnen und Schüler ein Mittagessen kostenlos bekommen sollen, auch nicht aufgeben. Eine gesunde Ernährungsweise, eingebunden in den Lernalltag, fördert den Bildungserfolg. Das zeigen mit ihren Ergebnissen skandinavische Länder, wo alle Kinder und Jugendlichen ein kostenfreies Essen mit hohen Qualitätsstandards aus regionalen Produkten verbunden mit Ernährungsbildung erhalten. Und was dort möglich ist, muss auch hier möglich werden. Und dass da natürlich auch der Bund gefordert ist, das ist klar. Aber da können Sie sich ja auch gleich wieder an Ihre Parteien in den Bundestag wenden. Und wenn wir uns hier endlich mal darauf verständigen könnten, dass ein gesundes Schulessen zu einem guten Bildungsangebot gehört und dass auch unabhängig vom sozialen Status jedes Kind Zugang dazu haben muss, wären wir hier mal einen Schritt weiter. Und eigentlich müssen wir das ja auch nur noch der CDU erklären, denn die SPD ist ja laut Parteitagsbeschluss sowieso der gleichen Meinung. Und das Ziel eines kostenfreien Mittagessens an allen Schulen können wir in Berlin sicherlich nur schrittweise erreichen, aber wir müssen endlich damit anfangen und deshalb werbe ich für die Unterstützung dieses Antrages.